Im Juni 2022 habe ich endlich das Kapitel Schule abschließen können. Mit meiner neu gewonnenen Freiheit wollte ich etwas ganz Besonderes machen. Daher habe ich mir zwei Schulfreunde geschnappt und es ging ab Richtung Norden. 8200 Kilometer später und um viele Fänge und Erlebnisse reicher könnt ihr euch jetzt Abenteuer Skandinavien reinziehen. Viel Spaß! Oh, ich bin schon. Ist ein guter, ist ein wirklich guter. Wirklich ein Cash-Up. Ja! Oh, ist der groß! Das ist die Riesenforelle. Was ein geiler Fisch. Bam! Guten Morgen, Leute. Oder wann auch immer ihr dieses Video anguckt. Bei mir ist es morgens. Morgens um 12, also für manche Leute schon mittags, aber wir haben heute mal ausgeschlafen. Warum? Wir sind seit 3 Tagen fett unterwegs, 2 Tage lang nur Auto gefahren und gestern einen halben Tag Auto gefahren, einen halben Tag gefischt. Guckt euch mal an. Wow! Wo sind wir? Ist es Oberbayern? Ist es Niederbayern? Ist es Franken? Nein! Es ist ein bisschen weiter weg. Es ist Schweden. Irgendwo auf so einem riesigen Plateau, mitten in den Bergen. Man muss ja auch unfassbar weit hochwandern, um hier zu sein. Dafür man hier einfach mal, egal wie lang man ist, kein Mensch. Es gibt hier eine Hütte, die gehört einem Einsiedler. Genau mein Lifestyle dann, wenn ich irgendwann mal alt bin. Aber ansonsten ist hier einfach mal gar nichts. Außer viele Fische und unfassbar schönes Wasser. Da oben ist unser Zelt. Ich bin hier mit 2 Freunden, mit denen ich gerade Abitur gemacht habe. Und wir werden jetzt die nächsten 4 Wochen hier richtig geil fischen. Nicht nur hier, wir haben ganz viel vor. Schweden, Norwegen, Dänemark, alles wird durchgemacht. Und auch alle möglichen Fischarten. Bachforelle, Hecht, Esche. Fjord, Lachs, also es wird wirklich alles passieren, es wird eine richtige Serie hier und das ist jetzt der erste Teil. Wir waren gestern ja schon einen halben Tag hier, habe ich gesagt, das seht ihr jetzt und danach geht's weiter. Okay, so sieht übrigens das Gepäck für, dreh ich mal um, für 2 Tage aus und wir haben wirklich nur das Nötigste dabei, würde ich sagen, oder? Eine Stunde Wanderung damit. Ja, schönes 5-Mann-Zelt für uns drei, aber wir brauchen auch ein bisschen Platz, muss gemütlich sein. Hyped! Absolut, ja. Was wäre das Krasseste, was passieren könnte? Auf welche Fischart freust du dich am meisten jetzt hier in den 3 Wochen? Eigentlich alles. Es ist eine geile Natur hier, geile Fische. Also ich muss sagen, zum Einstieg, jetzt machen wir Forelle und Saibling. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Aber was mich am meisten triggert, so ein großer Hecht auf Topwater wäre geil. Wir machen Spinnfischen und Fliegenfischen. Und Lachs, das wäre natürlich der Obertraum, aber wisst ihr, ist ein bisschen schwierig immer. Haben wir alle noch nicht, die einzige Fischart, die wir alle noch nicht haben. Und einen richtig geilen großen Fjordfisch. Das ist der Plan. Okay, ab nach da oben und dann geht's los. Die ersten, ich würde nicht noch nicht mal sagen, 20 Minuten sind geschafft. Wie fühlt sich's an? Weiß nicht. Was? Auf jeden Fall, das ist der neue Fashion-Style, den man ab jetzt so trägt. Und Parfum. Und das ist das neue Parfum. Ey, die Mücken sind so aggressiv. Unvorstellbar, wie verschwitzt man nach 20 Minuten wandern ist. Also, wer das freiwillig wandert, einfach kein Verständnis mehr. Wandert auch nicht jeder mit Zelt und 10 Kilo Rucksäcken, oder? Keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die finden darin ihren Gefallen. Okay, ich würde sagen Halbzeit. Aber das sind viel. Sau gut, oder? Will ja, trainieren. Ein bisschen gemerkt, dass das Mücken jetzt trinken hier gar nicht so easy ist. Wir hätten auch noch kurz Pause gemacht. Die Mücken sind so schlimm, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier gucken wir auf den ab. Oh. Okay, man sieht es gar nicht so krass auf der Kamera. Aber es ist mückig. Das können wir euch garantieren. Das sieht ein bisschen kritisch aus, der Statuslevel. Felix ist 10 Meter weiter unten. Knietief, würde ich sagen. Na ja, jetzt fragt euch mal, wer hier öfter war. Mal gucken, wie wir uns anstellen. Ah, geiler Drip. Geiler, richtig hart am Drippen, der Typ. Das war gerade noch mal ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Aber jetzt ist alles ready. Jetzt können wir angeln, solange wir wollen. Das ist nämlich das Lustige. Hier wird es ja nie dunkel. Wir können wirklich angeln, solange wir lustig sind. Wir sind nicht determiniert durch irgendeine Tageszeit. Nur heute Nacht soll es fett regnen anfangen, 17 Liter. Dadurch sind wir determiniert. Aber Zelt steht. Echt ein schönes großes Zelt. Wir haben jetzt schon 2 Nächte drin. Sind hier 3 Tage hochgefahren. Also für euch geht das Video gerade los. Für uns ist schon wirklich fast eine Weltreise hinter uns. Und das Gewässer ist da. Das ist doch schon mal geil. Und wenn ich kann mich drehen und wenden, wie ich will, man sieht keine anderen Personen. Außer 2 Leute, die haben wir schon getroffen. Wir haben sogar Deutsch gesprochen. Oh ja. Aber wir verraten noch nicht, was eine ist. Seltenheit. Das zeigen wir später, ja. Aber mein
Schwedisch reicht schon aus für No-Fisker, habe ich heute schon gehört. Na, kein gutes Zeichen, aber mal gucken. Er sah auch nicht aus wie der größte Profi. Wir sehen im Gegenzug aus wie die absoluten Überprofis, vor allem diese Partei hier. Und wir haben jetzt gerade gezeigt bekommen, wo man hier queren kann. Für uns geht es jetzt auf eine Insel und da ist ein kleiner See. Und da soll wohl sehr große Bachforellen drin sein. Und das ist jetzt der Plan. Seid ihr hyped? Sowas von. Okay, das wird wieder ein sehr landschaftsgeladenes Video. Weil in letzter Zeit mögen wir es, an richtig schönen Gewässern zu fischen. Und das hier ist für mich richtig schön. Ist hier der Fluss, dahinter ist ein kleiner See. Und da werden wir es jetzt probieren. Das Queren sah vorher ziemlich interessant aus bei den beiden anderen, ne? Bin ich mal sehr gespannt, wie wir das schaffen. Wir sind zwar ein bisschen größer, aber auch ein bisschen tollpatschiger. Ja, das ist kein schlechter Fisch. Oh, Leute, ihr wisst nicht, was hier passiert ist die letzten zwei Stunden. Nee, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben ja immer viele Kameras mit am Wasser. Wir haben eine richtig gute zum Fotografieren. Wir sind im wasserdichten Rucksack. Und ja, der Rucksack ist nicht sehr dicht. Und es hat mein Herz gerade, es hat so klack, 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 klack. Also mal ein richtig tolles, kurz geschlossenes Signal. Und dann war es das. Dann war schwarz. Ist mein Herz etwas bewegt. Und ich muss mich jetzt gerade erstmal abregen. Seid froh, dass ihr die guten Szenen seht im Video. Jetzt habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Fisch, sonst ist hier Abbruch und wir fahren direkt nach Hause. Und da ist der erste Fisch für mich aus Schweden. Jetzt zeigen wir euch mal. Bachforelle. Habt ihr ja schon mal hier gesehen. Auch in Bayern haben wir die. Sogar ein bisschen größer in Bayern. Aber da ist der erste schwedische Fisch. Und fast ist er weg. Warte. Ziemlich, ziemlich vital noch. Diese hübsche. Die ist echt wunderhübsch, ey. Wie so eine italienische Marmorata ein bisschen. Der erste Fisch aus Schweden, ey. Und weg ist er. Auf jeden Fall. Geil. Puh, den habe ich gebraucht, Leute. Scheißegal, wie klein er ist. Scheißegal, ob man die bei uns nicht tausendmal größer fangen kann, viel einfacher. Die Challenge war es wert. Alter Schwede. War das gerade anstrengend, ey. Okay, Leute, war richtig lustig. Einfach wirklich hier ganz am Rand lang gependelt. Und da ist die nächste. Echt eine wunderschöne schwedische Bergseeforelle wieder. Dünn sind sie hier echt, aber echt wunderschön gefärbt. Und Leute, wisst ihr was? Schon was von Steckerlfisch gehört? Ich glaube, diese hübsche, die wird von Steckerlfisch. Okay, Leute, jetzt nochmal alles in Ruhe. Erstmal, ich finde, ich sehe richtig gut aus in diesem Outfit. Mein Mückennetz ist aber echt extremst wichtig. Tut mir leid, dann kann ich auch mit Mückennetz moderieren, oder? Dann als nächstes, wo sind wir? Guckt euch mal dieses Gewässer an, wir haben es komplett für uns alleine. Ist das nicht wunderschön? Ein riesiger schwedischer Glasklarer. Ich habe auch schon Wasser draus getrunken. Bergsee. Es ist wirklich einfach ein Traum. Es ist komplette Stille. Es ist echt genau das, was man möchte. Also wer Seven vs. Wild kennt, könnte hier gedreht worden sein. Sieht echt genauso aus. Das ist echt unfassbar. Zwei Fische bis jetzt, ziemlich kleine Bachforellen, die eine jetzt nur Anfang 30, die liegt hier auch, die wird nachher Steckerfisch werden. Und jetzt geht's noch weiter, zwei Stunden machen wir noch, danach gehen wir eine Runde pennen, weil morgen ist dann ein richtiger Angriffstag und auch auf richtig große Fische. Aber jetzt erstmal hier ganz entspannt ankommen heute. Das ist das Ding. Oh.
Ah, besser. Ey, der Schnack ist fett. Jetzt läuft's. Da ist die nächste. Oh, ich würde sagen, die fühlt sich besser an, aber das sage ich ja echt auch. Gibt schlimmere Gefühle. Geil. Boah, ist das sexy, Alter. Okay, Leute. Richtig schöne Mountain Lake Forelle mal wieder. Ja, das ist Sorda. Nice, Jonas. 10 Minuten haben wir noch. Wir holen uns noch ordentlich jetzt gleich. Jo. Das ist eine gute. Jawohl. Jawohl. Und es ist, glaube ich, die gute. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ja, Mann. Ist das geil. Okay, Leute, wir sind im interessanten Bereich. Ja, wow. Oh, das ist der nächste. Ist das sexy, Alter. Das ist zu geil. Wenn sie dann einmal hängen, dann hängen sie aber auch gut, ey. Dann ist der GoPro putzen. Ist der groß? Einen großen Fisch vielleicht? Ui. Okay, Leute, das Feuer ist runtergebrannt, was wir sehr fachmännisch hier aufgebaut haben und fast das Zelt verbrannt haben. Der Fisch, der vor einer 2 Stunden, würde ich sagen, noch schön im Wasser rumgeschwommen ist, wird fachmännisch und ganz professionell gebraten. Jetzt die 2 Leute, von denen ich heute schon mehrfach erwähnt habe, die mit am Start sind. Überall, ey. Nirgendwo hat man Ruhe. Aber ist schön. Wir sind ja auch nur wegen euch hier, denn ihr kennt euch ja ein bisschen besser aus. Haben wir schon gesehen, dass auf jeden Fall die Frequenz gut da war. Ja, war super, war ein schöner Angeltag. Schön, dass das auch geklappt hat. Ist ja auch ein bisschen aufregend, hier hochzulaufen und so. Ist ein kleiner Walk. Aufregend ist auch ein spannendes Adjektiv dafür. Naja, man hat keinen Handyempfang hier hinten. Ob das klappt, ob man sich trifft, wäre schon nervig gewesen, wenn sich einer von deinen harten Hardcore-Outdoor-Jungs irgendwie den Zehennagel umknickt oder sowas. Übrigens, Lappland, gell? Schaut mal, was der anhat hier abends, abends draußen. Er muss es nur noch 3 Wochen bringen. Ist in Ordnung. Okay, jetzt gibt's wunderschönen Fisch und dann mal eine lange Nacht mit ausschlafen, weil das haben wir bitter nötig. Okay, das sah doch schon mal ziemlich spaßig aus gestern. Unser Zelt steht immer noch, obwohl es danach echt krass geregnet hat, aber es ist ein ziemlich cooles Zelt. Und Tag 2 ist am Beginnen. Guten Morgen. Schon krass um 12 Uhr das zu sagen, ne? Die letzten 3 Tage war immer so 5.30 Uhr bis 6 Uhr aufgewacht. Leute, von dem Drip habt ihr ja gestern schon erfahren, aber es ist wirklich der einzigste Drip, um mich komplett zu verbluten. Ja. Wir filmen nachher mal Jonas Hals, das sieht ziemlich geil aus. Da war nämlich das Mückennetz an der Stelle nicht da. Das sieht schon spannend aus. Unsere Routen sind schon ready, das Zelt ist fertig. Frühstück haben wir auch schon hinter uns, also ja, sporadisches Frühstück. Und jetzt geht's dann da, eine halbe Stunde wandern und dann kommt ein neuer See. Und da denke ich, werden wir gut was rausziehen. Ich bin hyped. Also ich finde hier, dieses Moorgebiet sieht ziemlich sass aus. Also wenn er gleich weg ist, dann holst du ihn, weil ich finde gerade alles echt anstrengend. Also bin ich vorgewarnt, dass wenn man weg ist, hier nicht schreien soll, weil es ist eh schon zu spät. Uiuiui, da wird es aber richtig saftig, richtig schön feucht. So. Okay, Florence, jetzt wird's spannend. Sind wir nur noch zu zweit?
würdest du sagen? Mehr Platz im Auto. Okay, jetzt geht's. Viel langweilig. Okay, Leute. Wir sind überhaupt noch nicht am Spot, wo wir hinwollen. Aber wir haben hier ein paar schöne Würfe gemacht. Ich drehe mich nämlich gleich um und zeige euch mal, wie krank schön es hier ist. Weil Jonas hat den ersten Fisch. Jonas, zeig ihn uns doch mal. Eine schöne kleine. Warte, ich zoome ran, damit sie nicht ganz so groß aussieht. Süßes Ding. Guter erster Fisch. Okay, Leute, hier oben ist keine Möglichkeit, Sachen zu laden. Deswegen habe ich nur ganz wenig GoPro-Akku. Deswegen halte ich immer nur ein, eigentlich, wenn ich einen Fisch dran habe. Hier sieht es aber so geil aus, dass ich das hier mal vorher schon eingeschaltet habe. Weil ich mir sicher bin, dass hier gleich wieder ein richtig geiler Einschlag kommt. Diese Fische hier, bis jetzt zwar noch keine absoluten Riesen rausgezogen, aber die knallen ja so rein. Das ist ja so strong. Ja, Walski. An dem wunderschönen Wasserfall hier einen Fisch zu drehen. Womit habe ich eigentlich das verdient, ey? Es ist ja viel zu schön hier. Oh, eine schöne. Eine schöne Morgen, guten Morgensforelle. Geilo, meido. Warte, ich zeig's euch mal. Alter, jetzt hab ich die den großen Pappenstreamer weggehauen. Das ist ein echt geiler Fisch, oder? Echt schön, ey. Okay, und jetzt, Leute, zieht euch mal bitte dieses Panorama ein. Da ist ein Wasserfall. Hier ist überall geil. Wir angeln hier einfach. Wie geil, oder? Da hinten ist der Fluss, wir haben gerade gequert. Hier ist jetzt unser erster kleiner See für heute. Wir wollen eigentlich in einem großen See da hinten fischen, weil da mehr Big Fish drin ist, also hinter dem kleinen Berg da. Aber hier steigt es gerade ziemlich ordentlich. Wir denken, dass wir hier schnell eine gute Frequenz zusammenkriegen. Deswegen, Jonas, wollen wir hier ein paar Würfe machen, oder? Genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Kleine schwarze Steamer immer noch und schön ballern. Okay, ging was? Nee, ein Biss. Bei mir ging gar nichts. Scheiße hier, der Kleine. Bestimmt eigentlich viel drin, wir haben ganz viel steigen sehen. Aber auf Stream haben sie gerade keinen Bock und die hier steigen sind uns zu klein. Big Fish See, würde ich sagen. Oh ja, auf geht's. Let's do it. Eine 80er soll hier rumschwimmen, haben wir gehört. Oder es ist wieder ein gutes Märchen, um die Leute am Wasser zu halten. Großen See angekommen. Sieht fast aus wie ein Meer, ey. Was ein riesiges Gewässer. Und hier nur einer von ganz, ganz vielen. Das Wasser ist hier, wie immer, hier überall unfassbar klar. Schmeckt auch echt gut, muss ich sagen. Also besser wie das Leitungswasser bei mir daheim auf jeden Fall. Wir haben gestern alle Fische überall beim Schilf gefangen oder bei so einer Krautkante. Das heißt, da hinten ist eine riesige Krautkante, da werde ich mich hinbegeben. Hier ist eigentlich nur Stein und Wasser. Da ging gerade nichts. Hinter mir ist ein Einlauf. Ich dachte immer, beim Auslauf von dem See, zum Auslauf wollte ich sagen, beim Auslauf von dem See fängt man immer gut. War hier nicht der Fall. Deswegen mache ich jetzt auf zum Schilf. Lohnt sich das Peitschen da schon. Werde mal gucken. Da hier immer noch ein bisschen Wind drauf ist und dann die Fische sehr schlecht steigen, wurde mir zwar ein kleiner schwarzer Streamer empfohlen. Ich möchte aber, um große Fische zu fangen, was Großes fischen. Wir haben jetzt hier einen sehr großen Koppenstreamer drauf gemacht, der den Haken schön weit hinten hat, damit ich auch richtig gut sitze. Genau, das ist der Plan für den Tag. Und die Landschaft genießen ist echt krass. Bloß sehr viele Mücken. Ja, Leute, das ist die erste aus dem großen See. Alter, hat sich die den großen Streamer weggeräumelt. Echt geil hier. Echt nur geil. Und die habe ich tatsächlich vorher schon gerade steigen gesehen. An dem Streamer hier ist so ein Circle Hook, also der ist ziemlich eigentlich nach unten gebogen. Aber wenn der sich einmal richtig reinlegt, er wird eh zappeln und weg sein. Aber hier, kommt ihr gleich nochmal an, bevor er weg ist. Echt eine hübsche Bergforelle. Nice. Leute,
bei uns läuft es nicht so nice. Wir hatten, ich habe erst einen Fisch steigen sehen, den habe ich dann ja auch direkt gefangen, die ist schon mit 30er da. Aber ansonsten läuft es ziemlich bescheiden, obwohl der See so riesig ist. Wir werden jetzt mal, da war ja vorher ein Auslauf, wir werden jetzt mal von dem Auslauf nach rechts fischen. Und dann kommt da ein kleiner Fluss, mit dem werden wir mal fischen, weil wir waren heute ja 15 Minuten ganz am Anfang am Fluss, haben direkt 3 Fische gefangen. Und dann werden wir hoffentlich nochmal 2 schöne Fische fangen. Und dann gibt es Fisch und eine 5-Minuten-Terrine. Dann machen wir schön Pause und zur besten Zeit, so um 10, 11, greifen wir dann nochmal hier richtig an. Weil, ist ja scheißegal, wird ja eh nicht dunkel. Wir können also aufhören und anfangen, wann wir wollen. Okay, Leute, entschuldigt die Qualität. Die Kamera liegt da 50 Meter weiter hinten und ich habe geschrien, dass die Jungs kommen sollen und sie bringen sollen. Also hatet mal die in den Kommentaren. Ich würde es nicht entschuldigen an eurer Stelle. Aber ich und Simon haben uns was überlegt, wir haben was vor. Ja, soll ich erzählen noch was? Also wir spielen jetzt hier mal Schnick, Schnack, Schnuck. Hier ist eine geile Strecke, wir haben ja ein paar gute Fische steigen sehen und das alte Spielchen reihum. Wer gewinnt, darf werfen. Okay. So sieht's aus. Ich mache da wieder ich mach eine Tiefenpsychologie wieder daraus. Ja, was nimmst du? Ja. Ready. Na, ich muss mal überlegen. Jetzt warte doch mal kurz. Warte, das ist sowas von wurscht. Nein, das ist überhaupt nicht. Bist du verrückt? Ich hätte jetzt schon an eurer Stelle abgeschalten. Okay, ich würde steigen, glaube ich. Nehmen. Gut, mach. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab verloren. Gute Psychologie, gell? Ja. Hat sich so als Psychiater werden, hey. Gut, dann mach mal, Steffe. Konzentrieren. Der Colin hat mir vorhin schon einen Fisch versaut, dass er mich mitten im Drill dauernd voll latscht. Ich war übrigens 700 Meter weit weg ungefähr, Leute. Ja, aber plärren kann er trotzdem laut. Man zitiere Jonas Kraus. Jetzt sei doch mal leise, Alter. Das ist ein YouTube-Video, das ist auch keine Dia-Show. Es gibt auch so Angler, die haben so T-Shirts an. Diese geilen T-Shirts. Oh, jetzt gibt's, hey, ich sag, ich will lieber nicht weiter. Das sind ganz tolle T-Shirts. Also Leute, Colin und ich haben jetzt beschlossen, dieses Scheiß-Schnack-Schnuck-System war natürlich komplett Quatsch. Wir machen es jetzt so. Nach das war fünf, kein Quatsch, ich hab das ernst gemeint. Nach 5 Würfen wechseln wir immer. Ja. Meine Theorie ist, dass der Colin beim 5. immer einen richtig geilen Biss bekommt, aber einen Fisch verkackt und ich werf danach hin und mähe die Wiese einfach. Ist immer sympathisch, mit Simon Sterblein angeln zu gehen, Leute. So, jetzt schnack nicht so lange, mach deine 5 Würfe und dann komm ich. Okay. Ey, Chef, jetzt zeigt, wie es geht. Die ist schon mal im Wasser gelandet. Psst, Colin, du bist meine Nerven, sehr. Ich muss mal auf damit. Weil der findet ja auch, Simon sieht, ist jung geworden optisch. Sieht jung aus, jünger aus. Weißt du was, das habe ich gestern dem Felix vorm Einschlafen erzählt, dass ich mich über, das hat der Colin gestern schon mal gesagt, über dieses Kompliment habe ich mich echt gefreut, weil ich habe lang schon kein Kompliment mit meinem Körper und meinem Aussehen und meinem Körper bekommen. So, und jetzt hast du mich schon wieder abgelenkt, wer ich den Biss hatte. Das war wohl eine doppelte Tiefenpsychologie. Können wir jetzt bitte die Abmachung machen, dass du nicht voll laberst während meinen Würfen? Nee, können wir nicht. Lass mich bitte meine 4 Würfe noch in Ruhe fertig machen. Es sind nur noch 3. Ja, ist klar. Ist wirklich so. Gibt's einen Alizium? Oh, was denn? Habe ich Hand gefangen. No way! Ist gelaufen? Ja, ist gelaufen. Leute, guckt mal. Also schau mal, welche Perücke du da hier oben kassiert hast. Okay, Leute, Simon ist gerade dabei, im ersten Wurf gewesen. Alter, bist du eine... Das ist gemein. Das ist nicht gut. Schau mal, ich bin so lieb und mach dem Colin die Perücke raus, die er reingemacht hat. Das war der Fisch, nicht ich. Ja, und dann solche Sprüche. Das die kleinen Sünden, ich sag's dir. Aber der Schrei größer. Wie soll ich denn die Spannung da halten, wenn du nur auf mich zuschwimmst, Fisch? Ja, schön, Leute. Jawohl, Leute. Mich von Simon verabschiedet, mich hier alleinständig gemacht und einen schönen Essensfisch rausgezogen. Mal ganz unethisch hier an Land geholt. Ah ne, ist sogar noch Wasser. Ist sogar noch halb ethisch.
Aber der kommt schön zum Mittagessen auch rein. Ja, es läuft. Mittlerweile ein bisschen besser. Den ganzen Tag heute bescheiden. Wir haben aber eh schon den Plan, dass wir jetzt Pause machen und danach nochmal anfangen, weil gestern so nachts um 11, 12 war es echt am krassesten. Wir haben jetzt hier noch einen großen Fisch gespottet, den werde ich jetzt mal mit Trockenfliege tatsächlich mit Streamer anfischen. Das läuft gerade deutlich besser hier. Der Fisch kam auch auf Trockenfliege. So Leute, da kam doch noch der Drive-By-Fisch vom Abendessen. Das ist gut fürs Gefühl. Ach ja, schöner Fisch. Ach, drillt auch schön. Oh, guckt euch mal die Krümmung der Rute an. Und das ist keine Vierer, die wir sonst am Bach fischen, sondern eine Sechser. Schon was hier. Schön, eine Klinkhammer, eine schwarze im Maulwinkel. Tolles Fischlein, sehr geil. Leutis, das Lagerfeuer brennt und zwar wieder mal lichterloh. Also das haben wir uns von Fritz Meinecke auf jeden Fall gut abgeguckt. Man muss auch sagen, es ist hier schon ordentlich wie Sam vs. Wild. Aber ein paar mehr Gadgets haben wir auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel ein Topf, der gerade schön Wasser kocht. Denn auf ganz edel ein paar 5-Minuten-Terrinen. Aber es gibt auch ein bisschen geiles Essen dazu. Schön Steckerlfisch. Da habe ich auf jeden Fall massiv Bock drauf. Leute, guckt euch das mal an. Draußen ganz verbrannt, aber muss so. Ich finde richtig geil, wie im Sterne-Restaurant. Und dazu noch eine geile Buchstabensuppe. Ist das nicht Premium? So wird das gemacht ohne Besteck. Stäbchen sind auch ein Besteck. Okay, Leute, seht ihr? Dieser Bauch ist wieder gut gefüllt. Das war auch echt wichtig. Ich dachte, ich sterbe. Und dann ist es doch trotzdem gereicht, also der Kaloriendefizit ist wieder ausgewogen. Mir geht's gut, die Fische steigen leider nicht so krass, es ist ein bisschen kälter geworden. Da war jetzt ein Stieg, muss ich zugeben. Und wir haben auch hier gerade zwei Stück andere gesehen, aber es ist nicht so eine krasse Stiegaktivität wie gestern Abend. Wir machen jetzt trotzdem, wir haben jetzt hier eine Route dabei, ich und für uns wechseln uns jetzt ab. Immer drei Würfe. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen rausbekommen. Wäre egal, wenn wir jetzt bei dem Fisch fangen können, nicht schlafen gehen, ansonsten müssen wir nochmal angeln gehen. Übrigens gerade, wie spät war's? Jetzt 10. Ja, ich glaube jetzt ist es um 10. Ja. Und das geht eigentlich noch. Ist halt echt lustig, dass es nie dunkel wird. Das feiert einfach. Wie gut. Okay, Leute. Vom Haus. Hat zwar nichts mehr gebissen, aber viel gestiegen. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, letzter Abend hier an dem Gewässer. Wir gehen nochmal raus. Und schon der nächste Fisch. Genau da, wo es schon gestern so krass abging. Uiuiui. Ui, ui. Da macht jemand aber Stress. Da ist sie. Boah, ist sie dunkel. Ne? Der war shit. Okay, Leute. GoPro ist her, jetzt wird mit der Kamera weiter gefilmt. Fische am Bock. Ich habe jetzt von Streamer aus gewechselt. Ich wollte eigentlich erst wechseln, wenn die anderen zu zweit mit Trockenfliege drei Fische haben und ich noch keine drei. Dachte mir aber, der eine Biss bei Jonas sah so geil aus. Da hast du nämlich auch gerade eine gefangen. Mache ich mir doch auch mal eine Trockenfliege drauf. Haben mir eine schwarze Dry drauf gemacht. Und schon der nächste Fisch. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die machen einen vor allem richtig dolle nass. Warte, ich zeige euch mal. Manche haben ganz viele Punkte und manche sind haben gar keine Punkte. Freundchen. Da ist er. Gerade hier, die kleine schwarze Fliege, direkt im Maulwinkel. Schöner Fisch. Okay Leute, keiner hat mehr Bock auf Film. Frequenz können wir. In der Größe müssen wir arbeiten. Aber Frequenz haben wir mittlerweile richtig dolle drauf. Oh, geil, es gibt ein Doppeldrill-Foto. Leute, Doppeldrill. Hat auch einen. Boah, einhändig drillen, ganz tolle schwierig. Okay Leute, so sieht es auch mal aus, wenn es mal richtig läuft, ne? Absolut. Und das hat der Speedy. Ich habe nicht die Mutti, aber die große Schwester. Und beide auf Dryfly. Fand ich sehr geil.
2 Tage hier oben sind vorbei. Wir sind jetzt kurz vorm Abstieg, es ist irgendwo früh am Morgen, so um 11 oder so. Nicht sehr früh am Morgen, aber wenn man bis um 2 fischt, ist das trotzdem früh. Hat danach wieder einen krassen Regenschauer gegeben. Aber wir haben jetzt eigentlich geile, coole Temperaturen zum Runtergehen. Das ist echt wieder eine Stunde laufen, das ist wirklich krass. Aber war schon echt cool hier oben. Wir haben jetzt richtig Wildnis hier gehabt, mussten uns ja wirklich von Fisch und so allem ernähren. Und jetzt kommt dann hoffentlich ein bisschen mehr Luxus, eine Holzhütte oder irgend sowas. Und geile neue Fischarten und neue Gewässer. Also ich bin sehr hyped, zwar nicht auf den Abstieg, aber auf das, was kommt. Ich hoffe, ihr auch. Bis denn. Leute, lang ist's her. Seht ihr, wie wir älter geworden sind? Nee, nur 4 Tage. Wir hatten in der Zwischenzeit, was ihr bis jetzt nicht gesehen habt oder schon in anderen Videos gesehen habt, eine richtig krasse Raubfischfischerei. Und jetzt, nach dieser unfassbar krassen Riesenbarsch- und Hecht-Action, wollen wir nochmal dieses Forellenvideo, was ja schon extrem cool und schöne Location war, wollen wir nochmal weiterführen. Wir haben früh so einen Local getroffen, so einen 2,50 Meter großen Mann mit ungefähr 430 bis 700 Kilo. Aber so ein richtig krasser, also wie so ein Grizzly-Braunbär, aber so ein richtig krasser Local. Und der hat uns die besten Spots gegeben. Hinter uns ist ein ganz, wir haben gesagt, wir wollen heute im Bach angeln. Ein 4er Fliegenrücken. So, jetzt ist hinter uns ein Fluss, der ist gefühlt, nicht gefühlt, sondern der ist 150 Meter breit. Und hier sind noch weitere Ausbuchtungen. Und hier soll es riesige Arctic Chars und Brown Trouts geben. Und das ist der Plan für die nächsten 5 Stunden. Und da seid ihr jetzt nochmal dabei. Alle Leute, da ist der Big Fish. Da ist die Riesenforelle. Alter! Alter! What the fuck? Auf dem ersten, also der erste Wurf hier an dem Spot. Oh mein Gott! Alter! Die ist richtig groß. Boah! Junge! Boah, die hat. Die ist weit über 50. Tega, geil! Das ist ein großer Fisch. Oh, Leute, ich hab sie. Alter, Leute, da ist sie. Was ein geiler Fisch. Was ein unfassbar geiler Fisch. Geil. Jawohl, Mann. Genau die wollte ich heute. Jetzt auf dem ersten Wurf hier in den Seitenbach. Ey, ist der geil. Mücken haben uns wieder gefunden, aber wir haben auch was Krasses gefunden. Hier ist so ein Bunker oder ein altes Wehr. Und hier, wir haben gerade getestet, es geht 15 Sekunden lang mit einem 15 Gramm Jackkopf runter. Also es ist hier bestimmt 15, 20 Meter tief. Das ist ein absolut kranker Spot. Da hinten springt die ganze Zeit ein riesiger Fisch. Das muss wirklich so eine 60er, 70er Forelle sein oder Saibling. Und die fischen dort echt riesen Gummis. Aber leider bekommen wir die ja nicht mehr. Ich hatte ja hier einmal Glück mit der einen. Aber wir werden jetzt an den großen Fluss gehen und noch probieren, einen anderen Fisch zu fangen. Leute, da hängt er. Kurz vorm Schluss. Das Auto steht da hinter uns. Und da ist noch ein Fisch. Ist ja geil. Wenn das jetzt der Saibling wäre, Digga, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Und es ist. Eine kleine Bachforelle, aber eine schöne. Oh, sieht die Seeschwimmmäßig aus. Die ist ja hübsch, ey. Alter, ist die hübsch. Ich zeig's euch mal, Leute. Hier, guckt sie euch an, Leute. Das ist eine schöne Forelle, ey. Wow. Das war's. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit diesem ersten Skandinavien-Teil. Es kommt noch so viel, weil 2 Videos auch schon in der Vergangenheit liegen. Und ich kann euch sagen, das ist so ein Premium-Shit geworden. Und ihr werdet es feiern. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was wir als nächstes für eine Destination austesten sollen. Und wir machen uns jetzt ins Warme und Trockene und planen unseren nächsten Trip ins nächste Land. Bis denn! Ne?